Bei wem könnten wir es doch versuchen? Sie waren Kinder mit dem Das geht Bilderstrecken. so nicht. War das der Dieb? Ach was. Tja. Schweine. Das bringt nichts. Nein, was soll das? Hier ist genau und beginnt. Tja, ich weiß auch nicht weiter. Außer den Sch was auch nur beobachtet. Der Händler behauptet, ich habe. Ich will sie nicht wecken. Ja, sonst gibt es hier nicht mehr viel. Breda? Du willst ein Auto? Du bist doch nur ein. Die anderen Novizen stehen. Natürlich ist es riskant. Was war das Problem? Man sieht gar versuchen. Aber aus. Schau dich um. Mit was? Das hängt von. Finde heraus. Vielleicht gibt es anschließend. Ich mach mich da. Bis später. Das ist nichts, was ich nicht wieder. Mir Ja, fällt dazu also. nichts. Das ist seltsam. In diesem Raum gibt es nichts Magisches. Ist Fahi vielleicht doch kein Magier? Ja. Ich kann mal das hier mit Kästchen, die magisch schließen Ich komplett. weiß nicht. Mit Kästchen. Das bringt nichts. Tja. Unsinn. Wozu? Ach was. Wozu? Ich weiß nicht. Ach was. Ja. Okay, im Zelt kommen wir nicht voran. Kann vielleicht die Muschel mit einer der Säulen benutzen. Wie bringt das uns weiter? Oha. Er hat nichts Interessantes im Kopf. Dann finden wir so viel vielleicht Zeugen. Vielleicht hat jemand den gesehen. Er hat seinen Angreifer noch nicht einmal richtig gesehen und ist schon schreiend davongelaufen. Was für ein Feigling. Ja. Sie hat schon mal nichts gesehen. Dem anderen nichts gesehen. Wütender Mob halt. Lynchmob. Nichts gesehen und schon weggegangen. Na, der muss aber was gesehen haben. Oha. Bei den Göttern, was war das? Ich zeichne es sofort auf. Na, das ist doch eine detaillierte Zeichnung. Genauer wird es nicht. Oh. Es hat keine Augen. Danke, Giron. Das sollte reichen.
So schlimm wie der Pedell in The Witcher kann es ja gar nicht sein. Tja, jetzt brauchen wir irgendwie Reda? Noch Dämonenfalle und Köder. Du willst einen, du bist... Natürlich. Mit was? Das hängt... Finde heraus. Vielleicht anschließend. Ich mach mich dann. Bis später. Bis dann. Ich denke, wir brauchen noch irgendwas für den Köder. Unsinn. Und für die Gasstadt-Tunnel, diese Tunnel. Nur eventuell. Vielleicht finden wir irgendwo einen Rubin im Zelt, vielleicht. Dann haben wir vielleicht einen Köder. Eventuell. Ach was. Ich weiß nicht. Hätte sein können. Jetzt funktioniert er auf dem Deck. Jetzt haben wir hier irgendwo ein Rubin oder ähnliches. Haben wir da was gefunden? Nö. Ich halte mich lieber davon fern. Was ist hier nach Andergast? Tja, wo könnten wir hier was? Der Händler wird uns durch hier nicht mehr helfen. Schön, euch wiederzusehen. Was kann ich für euch tun? Sind noch mehr Rubine verschwunden? Nicht bei mir. Um ehrlich zu sein, waren das auch meine einzigen. Wollt ihr denn nichts? Nein, danke. Was für eine... Der Schankstube vielleicht? Ah, warte, vielleicht. Es wird zwar ziemlich dürftig, aber... Die Aussparung auf dem Deckel ist nun voll mit Rotwein. Wir kennen doch jemanden, der Flüssigkeiten festmachen kann. Eventuell, das ist zwar dann kein Rubin, aber Mensch tut's ja trotzdem sein Ding. Kannst du mir diesen Wein verhärten? Oh, eine schöne Idee. Damit hätten wir dann einen Rubin, nicht wahr? Klar, kann ich. Aber was bekäme ich dafür? Was willst du haben? Nichts hier aus Andergast. Das kann ich alles selbst auftreiben. Man sagte mir, Tulamiden seien im Lande. Bring mir etwas Ungewöhnliches aus ihrem Zelt und vielleicht kommen wir ins Geschäft. Darf ich vielleicht was? Ein paar Gurken. Ich habe hier diese Gurke gefunden. Zeig her. Und jetzt den Wein. Weiches erstarre, fließendes verharre. Ein frisch gepresster Rubin für meinen neuen besten Freund. Ich empfehle dir, was auch immer du damit planst, beeile dich. Die Wirkung wird nicht lange halten. Aha. Was ist so Besonderes an dem Gemüse? Sagen wir einfach, es macht nicht nur satt. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Aha. Verstehe. Falscher Rubin. Die Kiste ist jetzt weg. Dann würde ich mal jetzt bauen wir noch irgendwie eine Falle. Ja, vielleicht bringt das aber schon was. Da alles darauf hindeutet, dass unser Angreifer Rubine mag, hier. Ich weiß, wie der entstanden ist. Die Theorie mit dem Rubin ist etwas weit hergeholt, aber was Besseres fällt mir auch nicht ein.
Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Ah, okay. Wir haben also alles. Da bin ich mal gespannt. Wie weit ist es noch? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Hm? Nein. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch? Jetzt habe ich es auch gehört. Oha. Ich werde auf einmal so müde. Bei den Göttern, Geron. Der Baum, er war die ganze Zeit hier. Oh nein. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich musste ausgerechnet der Baum sein. Siehst du keinen einzigen Schilling? Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Dragonia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Warum nicht? Da hast du sie. Und jetzt? Wie du willst. Sieht aus, als müsstet ihr nun verhungern. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Ah, ja. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Ja. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hoch... Ein Stock. Löwenzahn. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Ich könnte mich dahinter verstecken. Und entsenden. Vielleicht können wir daraus eine Falle bauen. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich darf mein Ziel. Soll Rachban es wieder zusammenbinden. Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur. Ich fürchte, mein Zauber. Tja. Besser nicht. Der Weg der Wild. Lieber nicht. Das wird nie. Nein. Ich bin hier noch nicht fertig.
Tja, also. Können wir hier vielleicht eine Falle aufstellen? Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden zu. Ich weiß nicht einmal, wo ich an. Okay, ein Film. Die Scheite sind zu stumpf. Die Scheite sind. Woran soll ich es fest? Ich sehe kein. Aha. Die Scheite sind zu. Typisch mit Seilende. Noch gibt es da nichts zum. Bräuchte man noch Kühlung. Ich sehe keinen zusammen. Das bringt mich nicht. Ja. Ich sehe keinen. Ich darf jetzt. Ich dachte, Löwenzahn könnte vielleicht noch Köder sein. Oh, hier haben wir noch was verbiegen. Mir fehlt die Wiese. Der Weg der. Da sind noch genug von. Ja, Mobil vielleicht? Nein, mir fehlt die Vision. Die Vision. Die Scheite sind. Ja. Nein. Vielleicht kann Rachwan helfen. Wie soll ich es ohne Essen nach Draconia schaffen? Hörst du mich? Zu unserem Abkommen gehört auch, dass du mich am Leben hältst. Zwecklos. Er ignoriert mich. Wenn ich etwas essen will, muss ich mich selbst auf die Jagd machen. Wie mache ich jetzt Feuer? Tja, ohne Holz. Ich habe bereits eine Handvoll. Vielleicht können wir das den Benutzern hinlegen. Dann haben wir da immer noch keine Falle. Wie soll das noch klappen? Gibt es da nichts zum Fangen. Tja, also. Was tun wir jetzt? Irgendwas mit irgendwas kombinieren? Nein. Mir fehlt die Vision. Da sind noch genug von. Ja, ich dachte, in das Fell reinlegen und dann. Ja. Ich glaube, das Seil war schon richtig. Ja, Löwenzahn ist hier.
Aha. Es hat angebissen. Es muss nur noch herkommen. Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Tja. Das war wohl nix. Irgendwie. Ich habe sie angespitzt. Ah, das fehlt vielleicht. Ah, das war das Ding. Ein Löwenzahn. Ein Stein. Das muss ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr. Okay. Da flieht's wieder. Tja. Das Seil nehme ich auch. Erst müsste ich die Pflöcke. Vielleicht können wir da irgendwie ein Netz machen. Irgendwie. Das Fell ist nun voller Löcher. Aha. Den letzten Pflock bekomme ich nicht her. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Den krieg ich da nicht. Der Dolch reicht nicht. Der letzte Pflock. Na, wenn es sein muss. Also gut, sehr gut. Jetzt ist es weit genug vom Bau entfernt, dass ich es fangen kann. Was bekomme ich jetzt dafür? Später. Klaut unser ganzes Inventar. Und nun? Sehr jetzt. Gut. Jetzt ist es weit genug vom Bau entfernt, dass ich es fange. Das Kaninchen steht auf der Falle. Das bringt nicht viel. Das Kaninchen... Tja... Bisschen Stockknuppern verwenden. Bin echt kein guter Jäger. Was nicht zuschnüren. Da haben wir es. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein. Das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Endlich mal was Hilfreiches. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Blödsinn. Ich hab dem eben schon den Dolch und den und vergiss es. Da
Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Na toll. Da hat der Sack sich den Stab genommen. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Das Knie hat er wahrscheinlich auch mitgenommen. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Kann ich ihn aber auch nicht mehr. Sehr schön. Als zu essen haben wir nichts. Fantastisch. Kapitel 3. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwan? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Arusche freischaltet Kapitel 2 Erfolg. Ich wäre eher ein Freund von dem Pfad hier. Aber der Pfad sieht halt wirklich danach aus, als ob es hier. Als ob es hier weitergehen würde. Ich nehme diesen hier. Weg. Wo der wohl hinführt? Rote Beeren. Ich denke, ich habe genug. Geh mir hier lang. Im Stein rechts lang. Am Baum links. Tja. Ich geh mal lieber hier hin. Wir werden uns sowas von verirren. Vielen Dank. Das war schon bei Monkey Island, war das damals eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, Teil 1. Wo wir durch den Wald geirrt sind. Fluss. Ha, ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Als ob ich richtig bin. Und dann meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Hör mir auf, als ob ich den auf Anhieb den richtigen Weg gefunden habe. Das ist. Pff, das glaubt mir keiner. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. Ich habe die komplette Lösung nicht auf und das müsst ihr mir glauben. Das Handy liegt dort hinten zum Laden. Das ist dort. Ich kann gar nicht auf dem. Ja, ich könnte auf dem Laptop gucken, aber das ist. Ja. Ich hab nicht. Kaninchenreste. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Was für ein Drecksack. Tja, können wir hier irgendwas. Gestrüpp. Wo der wohl hinführt? Wir müssen irgendwie den durch wieder kriegen, oder nicht? Er hat ihn genau so geworfen. Tja.
Wo der wohl hin? Dann gehe ich mal hier lang. Ich hoffe, ich finde wieder zurück zum Dolch. Wir finden nie wieder zurück. Oh, hier sind wir wieder. Gehe ich diesmal hier lang.